Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon Adventure Episoden, dieses Mal mit Episode Nummer 15, das erste Wappen. Oh ja, ich liebe Titel, die quasi gesehen die gesamte Folge schon spoilern. Weil, was wird in dieser Folge wohl passieren? Irgendwer wird wohl sein erstes Wappen bekommen. Tja, ziemlich einleuchtend. Naja, also es ist halt so, dass Tai eben wach ist und, also erstmal muss ich natürlich nochmal sagen, im dem Rückblick zu der Folge davor ist natürlich immer noch der Fehler mit Ikakumon und seiner Pfote halt, dass die nicht schwarz, sondern weiß ist. Und ja, jedenfalls ist es halt so, dass Tai eben wach ist und mit seinem Fernrohr so ein bisschen rumguckt und meint, dass sie ja schon seit 3 Tagen unterwegs sind und Warmon meint, das ist nicht lange. Ja, für ihn vielleicht nicht, aber für die Kinder und die Digimon irgendwie schon. Nun ja, wie ich ja schon in der davorigen Analyse angesprochen habe, finde ich es komisch. Klar, 3 Tage ist nicht die Welt, aber für solche kleinen Kinder schon. Die müssen was essen und die müssen was trinken. Und egal, wie sehr diese Welt auch aus Daten besteht. Die Kinder hatten Hunger, die Digimon hatten Hunger, sie mussten schon öfter was essen und trinken und sie mussten Pause machen, sie mussten schlafen. Also egal, was mit Daten ist, essen, trinken, schlafen müssen sie. Sie müssen sich erholen. Schlafen tun sie, essen und trinken haben sie nicht. Und wie gesagt, ich bezweifle, dass Gomamon seine Attacke eingesetzt hat, nur damit die Kinder Fischstäbchen essen können. Naja, erstmal muss ich sagen, oh Mann, diese Folge ist ja so heftig, was einige Animations- und Grafikfehler angeht. Ja, es ist halt so, dass erst einmal, als die Kinder da so liegen, da ist es zum Beispiel so, dass Gabumon Streifen im Gesicht nicht blau sind, sondern weiß. Gut, kann passieren, sollte aber nicht. In einer weiteren Einstellung fehlen dann natürlich auch mal Gabumons Streifen. Das ist dann irgendwie wieder dämlich. Und in einer wieder weiteren Einstellung fehlen dann natürlich Gabumons Zähne. Das ist auch dämlich. Und noch besser finde ich natürlich, dass bei Palmon einmal tatsächlich ein Teil des Kopfes mit der Blüte fehlt. Das sieht ziemlich dämlich aus. Da hat man sich wahrscheinlich so ein bisschen überschätzt gehabt oder so. Ich weiß, also verschätzt gehabt. Und wohl das Bildformat irgendwie, ja, wahrscheinlich so eingeschätzt, dass das Bildformat ein bisschen weniger wäre halt. Und ja, letzten Endes fehlt dann so ein Teil von Palmons Kopf, was irgendwie ziemlich seltsam aussieht. Ja, okay. So viel erstmal zu den Grafikfehlern, die am Anfang passieren. Jedenfalls ist es dann so, dass Tai die anderen aufwecken tut und dass sie dann eben wegen Server dann auch überlegen, wo sie an Land gehen. Mimi wollte ja unbedingt weiterschlafen, regt sich dann natürlich auf. Warum auch immer, Warmon sagt auf einmal Hoppla und Mimi fällt dann runter. Es war wahrscheinlich pure Absicht, aber was soll's. Ja, Mimi landet auf Issy und so weiter und ja, naja, es ist nicht sehr lustig, aber egal. Jedenfalls erzählen sie dann Mimi, weil sie ja natürlich geschlafen hat und damit man es auch dem Zuschauer erzählen kann, dass sie nach einem halben Tag ungefähr an ein Koromon-Dorf kommen. Wenn man jetzt den Titel mit der Episode, also mit der Episode so vergleicht, das erste Wappen und Koromon-Dorf hört, kann man sich ja eigentlich schon so zusammenreimen, wer das Wappen zuerst bekommt. Tai. Na klar, weil Agumon, Koromon. Agumon riecht nach die Koromon, findet aber, dass irgendwas komisch ist und naja, sie sehen dann das Dorf und rennen dahin. Mimi natürlich weit vor die anderen, auf einmal. Und sie wundert sich natürlich, dass die Koromon so komisch aussehen, bis Palmon sagt, logisch, das sind ja auch Pagumon. Die Pagumon nehmen Mimi mit, weiß der Geier, auch wenn Mimi vielleicht schneller war als die anderen, weil sie ja wusste, dass sie da baden kann und wir kennen ja Mimi, klar, okay, aber ehrlich, die Pagumon können doch mit Mimi, wenn sie die tragen, nicht viel schneller sein als Tai und die anderen und sie ernsthaft in diesem ach so großen Dorf, so groß war es nämlich jetzt auch nicht, aus den Augen verlieren. Außerdem finde ich es komisch, dass die ganzen Häuser von diesen Pagumon recht klein sind, so ähnlich wie bei den Yokomon, aber so ein ganz großes, gigantisches Haus da steht, wo halt, oder sagen wir mal eher Zelt da steht, wo die Kinder und die Digimon problemlos rein können. Klar, ich sag mal so, wenn es da auch ein paar Agumon geben würde und die natürlich nicht immer nur als Ausbildungslevel in einem Dorf so wohnen und leben würden, sondern eben auch als Rookie-Level, wäre das in Ordnung. Aber dem war wohl offensichtlich nicht der Anschein, weil immerhin gab es da ja auch keine Gasimon, ne? Da waren ja nur Pagumon. Ja, jedenfalls Mimi schreit und sie rennt hinterher und Sora sieht natürlich dann in dem, sagen wir mal, Badeabteil, dass in so einem Korb Mimis Kleider sind und sie warnt Tai noch und er rennt da rein und ich finde ja im Deutschen auch Issys, ist das Mimi? Den Satz so ein bisschen, naja, seltsam und sie wundert sich natürlich und schmeißt sie dann mit allen möglichen Gegenständen ab und Sora nur, tja, hättest du auf mich hören sollen. Ich fand die Stelle natürlich schon irgendwie amüsant. Danach kommt es halt zum Essen und die Pagumon feiern. Dentomon ist natürlich so ein bisschen skeptisch und sagt, er hat gehört, dass Pagumon gemein und sadistisch wären. Gomamon meint natürlich, das ist bestimmt alles nur erfunden und so. Ich finde aber auch irgendwie komisch.
Ich weiß nicht, woher kennt Tentomon die Pagumon? Die Pagumon waren ja offensichtlich auf der Pfeilinsel überhaupt nicht, aber er weiß, was das für Digimon sind. Wobei, gut, sagen wir mal so, recht komisch ist es nicht, es sind ja nur Ausbildungslevel. Aber ich meine das ja auch in Bezug dessen, wir wissen, dass Tentomon später noch viele andere Digimon kennt, die offensichtlich nicht auf der Pfeilinsel lebten, weil bestimmt nicht jede Digimon-Art auf einer Insel lebt. Naja. Okay, bei dem Pagumon noch okay, also nicht komisch, vergesst, was ich gesagt habe, ist in Ordnung. Agumon wundert sich natürlich, weil er Koromon gerochen hat und Gabumon sagt natürlich nur easy, ja, jetzt wissen wir es, es ist ein Pagumon-Dorf. Ja, jetzt ist hier natürlich auch wieder ein Fehler, den kann man so überhaupt nicht übersehen. Als Biomon den Kopf dreht und da, also die Pagumon dann natürlich gleichzeitig da so vorbei hüpfen, sag ich mal, da ist dann der Schnabel doppelt da. Das sieht natürlich auch ziemlich dämlich aus. Ja, es ist dann halt eben so, dass Pojomon auf einmal zu Tokomon digitiert. Das ging eigentlich relativ schnell und die Pagumon gucken dann so komisch. Warum die auf einmal so komisch reagieren, weiß der Geier. Vielleicht sind sie eifersüchtig, weil Tokomon digitiert ist und sie wahrscheinlich nie digitieren können oder Ewigkeiten dafür brauchen. Was ich seltsam finde, Gabumon hat eigentlich gute Ohren. Zwar irgendwie komisch, weil er ja ein Reptil ist und die Ohren, die er da am Fell hat, sind ja eigentlich nicht seine Ohren. Aber was ist zum Beispiel mit Biomon? Das hat doch auch gute Ohren. Warum hat denn keiner gehört, dass die Pagumon dahin kamen und Tokomon entführt haben? Dann piesacken sie das arme Viech auch noch. Übrigens finde ich sehr lustig, dass ein Pagumon die Stimme von Yamshu aus Dragon Ball Z, beziehungsweise noch vorher bekannt von Bormon aus Digimon Adventure 2 hatte. Und ja, dann tauchen halt die Gasimon auf. So drei Stück und die fragen dann auch, woher die das Tokomon herhaben und die erzählen das dann mit den Kindern und den Digimon und daraufhin wollen die Gasimon, die sperren halt das Tokomon halt ein und wollen eben ihren Meister Etemon Bescheid sagen. Auch an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass eins der Gasimon erstmal wie Vegeta klingt, lange bevor es Dragon Ball Z gab. Ja, so lange auch nicht, aber Dragon Ball Z gab es ja erst ein Jahr später, weil viele ja immer meinen, ah ja, der hat das erste Mal da gesprochen. Es mag keine Hauptrolle sein, aber faktisch ist, da war er zuerst. Also zumindest anime-technisch. Und auch Mr. Satan, also der Sprecher, spricht ein Gasimon. Naja, das eine Gasimon macht sich auf den Weg zu Etemon, einem affenähnlichen Puppendigimon, das natürlich sich beschwert, weil das Gasimon so laut redet und er hält sich ja für das König, für den König der Digimon, also ja, für den König der Digimon. Warum auch immer, ist halt sein Stolz. Ja, und er sagt halt, er ist der Meinung, dass die Kinder noch nicht da sind und das Gasimon, was irgendwie auch einen ziemlich niedlichen Blick hat, finde ich, sagt dann halt, ja, die sind schon an einer anderen Stelle an Land gegangen und Etemon ist dann sauer, regt sich auf und natürlich will er sich sofort auf den Weg dorthin machen. Okay, klar, logisch. Die Kinder sind dann natürlich erstmal baff, wo Tokomon dann steckt. Agumon findet immer noch, dass es überall nach Koromon riecht. Und ja, dann entdeckt er hinter dem Wasserfall, dass dort eben Tokomon ist und Koromon eingesperrt sind. An der Stelle muss ich natürlich noch sagen, zumindest wenn man jünger ist, als die ja Koromon in den Käfig gesperrt haben, hat man dann natürlich überall im Dunkeln solche roten, leuchtenden Augen gesehen. Ich sage mal so, Kinder hätten jetzt nicht zwangsläufig gewusst, dass das Koromon sind. Finde ich eigentlich okay. Weil die vielleicht das jetzt auch noch nicht so ganz assoziieren könnten, aber wir hätten das ja gewusst, weil Agumon eben sagt, dass es überall nach Koromon riecht, hätte man sich das irgendwie denken können. Nun ja, jedenfalls, die Kinder überlegen, wo Tokomon sein könnte, die Pagumon tun natürlich noch nett, Agumon entdeckt dann, wie gesagt, der Tokomon und jetzt finde ich das irgendwie ein bisschen von der deutschen Synchronisation seltsam. Agumon sagt, erst befreit er Tokomon und dann die Koromon, geht einfach zu den Käfig, zu den Koromon hin und will die befreien. Okay. Naja, jedenfalls tauchen zwei Gasimon auf, die ihm quasi verprügeln und ihm überlegen sind. Ja, was ich komisch finde ist, ja, dann ist er halt da so ein bisschen. Also Agumon kommt ja auf die Idee mit der kleinen Flamme, Feuer, Wasser und so. Finde ich eigentlich gut, weil es eigentlich eine der wenigen Szenen ist, in der Agumon definitiv nicht dumm dargestellt wird, sondern schon noch ein bisschen überlegt. Und ja, daraufhin will Taida halt hingehen, wegen den Rauchzeichen, und die Pagumon sind dagegen. Was ich jetzt auch wieder von der deutschen Synchronisation komisch finde, ist, die Pagumon sagen ja, sie sollen da nicht hingehen. Daraufhin meint Koshiro, also Issi, er sagt dann, vielleicht konnte sich Tokomon verstecken, als die Pagumon da gesucht haben. Wo ist da die Logik? Ich meine, die Kinder wissen doch gar nicht, dass die Pagumon böse sind. Die Kinder wissen nicht, dass die Pagumon Tokomon versteckt haben. Warum sollte sich Tokomon dann vor den Pagumon verstecken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, jedenfalls sind sie halt wie gesagt dagegen. Und als dann eben eins der Pagumon so sagt, naja, hört man im Deutschen so einen klitzekleinen Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Irgendeiner von den Sprechern hat wohl genießt. Man hört da so ein Tschu noch so ganz leicht. Muss man richtig genau hinhören, aber man hört es. Und dann ist schon das Botamon da und ja, okay. Es ist halt so, dass ein Botamon in einem Pagumon-Dorf nicht überleben kann, weil es die Vorstufe von Koromon ist. Aber
Wo verdammt nochmal kam dann das Botamon her? Ich meine, seien wir mal ehrlich, waren da irgendwo Digi-Eier oder sowas, wo das Botamon hätte raus schlüpfen können? Konnte sich das da verstecken oder so irgendwas? Und ich verstehe sowieso nicht, warum kann ein Botamon in einem Pagumon-Dorf nicht überleben, weil die Pagumon es umbringen würden oder was? Ja, und an sich, wenn wir ja bedenken, dass die Stadt des ewigen Anfangs eigentlich auf der Pfeilinsel ist, wie kommen dann die ganzen Digimon da eigentlich dann von der Insel zum Kontinent? Das ist irgendwie alles nicht so ganz durchdacht und macht nicht viel Sinn. Aber naja, jedenfalls, die Pagumon singen dann ein Lied, wir haben euch veralbert und aufs Kreuz gelegt und bla und ernsthaft. Ich meine, die Kinder können doch sonst auch immer so viel. Also, wenn mich die Pagumon so angeschissen hätten, und das sind ja nur kleine Ausbildungslevel-Digimon, klar, ich hätte die jetzt vielleicht nicht umgebracht, aber ich hätte die auf jeden Fall mal so weggetreten oder weggeschlagen, so laut Motto, was fällt euch eigentlich ein, ihr Scheißviecher? Nein, die Viecher hüpfen da einfach nur davon und die Kinder seelen ruhig zu. Naja, Tai kommt dann natürlich, bevor die Gasimon Agumon fertig machen, und dann kann er natürlich digitieren und die Höhle geht ein bisschen kaputt. Irgendwie ist dann der Wasserfall auch gar nicht mehr richtig sichtbar und ja, Greymon greift dann natürlich die beiden Gasimon an, die ins Wasser fliegen und weg sind, weil sie nicht schwimmen können. Dann taucht Etemon auf, Greymon ist auf einmal wieder Agumon. Ja, und ich weiß auch nicht, also erstmal die Attacke Serenadenschocker von Etemon sieht dann eben anders aus als wie in der Vorschau von der vorigen Folge. Ja, und sonst finde ich es halt komisch, dass Sora sagt halt, sie brauchen halt Hilfe und dann sagt Tai auch wieder Digitation und Greymon ist dann auf einmal wieder da. Klar, wir sehen nicht, wie Agumon nochmal digitiert, aber ich finde es doof. Greymon ist da, Agumon da, dann wieder Greymon. Das ist irgendwie dämlich. Und ja, wie gesagt, in der Vorschau auf die nächste Folge sah man eben Garurumon, Kabuterimon und Ikakumon. Die sind aber nicht da. Jetzt sind es nur Garurumon und Greymon. Garurumon ist 1:1 aus der Vorschau und Greymon ist halt neu da gemacht. Ja. Auch ist hier natürlich noch ein Fehler, als dann der Serenadenschocker die Höhle zum Einsturz bringt, ist es halt so, dass die Kinder weglaufen und Issy ist kurzfristig nicht zu sehen und dann in der nächsten Einstellung wieder da. Also man hat ihn definitiv zu spät da hineingezeichnet. Das sieht auch sehr seltsam aus, muss man genau drauf achten, aber ja, es sieht blöd aus. Auch finde ich ein bisschen doof, als Tentomon quasi sagt, dass die Attacke von Etemon ihnen die Energie und den Kampfgeist raubt, da sagen sie halt, sie können nur gewinnen, wenn sie auf ein höheres Level digitieren. Und dann sagt Matt, ein höheres Level? Meinst du höher als Garurumon? Und ich denke mir daraufhin nur, ja, ihr habt doch schon darüber geredet, dass die Digimon auf ein höheres Level digitieren können. Warum muss er das doch mal wiederholen? Oder hat, wenn es denn auch im Japanischen gesagt wurde, ich weiß es gerade nicht, Toy gedacht, dass Kinder so blöd sind und das nach 2 Wochen wieder vergessen. Ich meine, es ist ja was Interessantes, das werden sie wohl nicht einfach wieder vergessen, denke ich mal. Naja, jedenfalls, die Höhle stürzt ein, die Koromon, die auf einmal von 20 Stück nur noch so 10 sind, so gefühlt, oder 5, sagen halt, dass ihnen von irgendjemandem gesagt wurde, dass wenn das Dorf in Gefahr ist, dass sie hier hinlaufen sollen. Finde ich zwar irgendwie komisch, weil wer hat denen das gesagt? Und ja, wo das Botamon auf einmal ist, ist ja auch scheißegal, das war wahrscheinlich im Dorf und ist draufgegangen, aber egal. Naja, kurzes Leben. Naja, und jedenfalls ist dann natürlich die Wand ein bisschen komisch und sie leuchtet und das Wappen. Und Tai denkt ja halt, dass es eins ist, Matt wundert sich und es war eins und Tai hat es halt zuerst bekommen. Da sie aber im Dorf der Koromon waren und da der Wasserfall und der Gang ja auch da in der Nähe waren, finde ich es okay, dass Tai der Erste ist, der sein Wappen bekommen hat. Ja, Etemon denkt, er hat die Kinder erledigt, hat er aber nicht und somit weiß man, dass es weitergehen wird. Und ja, es heißt nur, dass die Berge halt sehr weit weg vom Dorf sind. Ja, interessant muss ich jetzt aber noch sagen, finde ich, die sind ja da jetzt so in den Bergen und so alles und in der nächsten Folge sind die Koromon weg. So als ob die gar nicht mehr da gewesen wären. Und das finde ich irgendwie dämlich, wenn man bedenkt, dass das Dorf zerstört wurde und dass sie wohl nicht einfach zurück könnten und dadurch, dass sie ja sowieso nur noch zu fünft waren auf einmal quasi, Animation, mussten ja ein bisschen sparen, ist klar, die hätten doch gar nicht überlebt oder so. Also ich finde, da hätten Tai und so, es wäre viel interessanter gewesen, wenn die den Koromon noch zur Hälfte der Folge, wenn sie den noch begleitet hätten oder denen geholfen hätten, irgendwo hinzukommen oder so. Also finde ich schon irgendwie ein bisschen dämlich. Ja, im Nachhinein finde ich die Folge okay, weil sie halt den neuen Gegner zeigt, war ein bisschen Humor dabei und so. Auch muss ich noch erwähnen, dass an einer Stelle, also als sie kurz darüber geredet hatten, wer das größte Problemkind denn in der Gruppe wäre, da sagt Mimi, ich weiß nicht, Joe vielleicht. Interessant, er heißt ja bei uns Joey, aber hier hat RTL 2, irgendeiner von denen, der halt das übersetzt hat, eben den japanischen Namen genommen. Nicht Joey, sondern Joe. Naja. Also jedenfalls, wie gesagt, die Folge war ein bisschen lustig, man hat den neuen Gegner gesehen, den Kontinent so mehr oder weniger, aber gleichzeitig sind natürlich auch ein paar Fehler dabei und ich finde die Folge okay, nett, aber halt auch nicht überragend gut und einige Sachen hätte man wirklich besser machen können, aber wie gesagt, ist halt noch eine nette Folge.
Wie seht ihr das? Was hättet ihr besser gemacht? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Und was haltet ihr von diesen ganz vielen Grafikfehlern?